Yo, yo, was geht ab? Willkommen zu den Twitch.de News, aber in kurz. Wie jeder von euch wahrscheinlich mitbekommen hat, hat Monte seine Liebe zu den NFTs gefunden, so wie die halbe Welt. Monte teilt seine gekauften NFTs auf Twitter und macht auch NFT-Giveaways auf Twitter. Wer damit aber ein Problem hat, ist der gute Tanzverbot, denn der schreibt ständig unter Montes Tweets, dass er mehr Selbstachtung haben sollte und dass das Ganze eh nur ein Scam ist. Bis heute zumindest, weil heute hat Monte Tanzverbot auf Twitter geblockt und hat dann folgenden Tweet verfasst. Ich entfolge Tanzverbot, er macht Tweet. Ich blockiere ihn, er macht Tweet. Er verbreitet Lügen auf Twitter, die nachweisbar falsche Unterstellungen sind. Kein Tweet. Dies ist das letzte Mal, dass ich zu dem Typen etwas öffentlich sage. Sucht er ein eigenes Leben. Chef Strobel, einigen auch bekannt als Sidekick von Trimax, hat nun sein eigenes E-Sport-Team bekommen. Das Ganze schon vor einer ganzen Weile. Unter der Flagge von Unicorns of Love hat Chef Strobel nun sein eigenes Team bekommen, wo sie auch beim Qualifier beim VLR Dach mitgespielt haben und auch ganz schön weit gekommen sind, aber leider gegen Team Focus, also dem Team vom Illy Geller, rausgeflogen sind. Nach Knossi jetzt auch noch Trimax. Trimax eröffnet sein eigenes Fußballteam, wie er es heute in seiner Instagram-Story und auch als Beitrag bekannt gegeben hat. Er eröffnet ein Fußballteam mit Henki, unter anderem seinem Bruder und wie er sagt, noch einigen Streamer-Kollegen mehr. Aber neben den ganzen Streamern und auch seinem Bruder verlost er zwei Plätze, um bei dem Fußballteam mitzumachen. Dafür muss man Trimax einfach nur sagen, warum er der perfekte Kandidat sein sollte. Und die 10 besten Kandidaten werden der Community vorgestellt und per User Vote dann entschieden. Die letzte Neuigkeit ist eventuell etwas Special Interest, und zwar geht es dabei um League of Legends. Und zwar hat Eintracht Spandau, das Team von Hand of Blood in der höchsten deutschen Liga, die Prime League, nachdem sie nicht so einen guten Start in der Prime League erwischt hatten, und zwar mit 4 Niederlagen, haben sie letzte Woche endlich 2 Wins einfahren können und das Back-to-Back. Damit ist Eintracht Spandau endlich in der höchsten deutschen Liga angekommen. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Witzig zu erwähnen, dass Eintracht Spandau mehr Views während des Games hatte als der Prime League Stream selbst. Und das war es auch mit den News für dieses Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal.